Plackets Deutsch. Der ist größer, als ich dachte. Er muss groß sein. Er wurde nämlich damals von Gustav Eiffel als Eingangsportal für die Weltausstellung 1889 gebaut. Lächeln! Ups, tut mir leid, Annie. Schon okay, Ben. Wir machen noch eins. Wo ist Mango? Oh oh. Ein Affe im Bild. Was? Da ist eine Affe auf meinem Foto. Affe! Tut mir so leid. Mango lässt sich sehr gerne fotografieren. Du siehst gut aus. Hi, ich bin Annie. Das ist Ben. Und Mango hast du ja schon kennengelernt. Ich bin Justine. Ich wollte deinen Affe nicht anschreien. Meine Oma lebt in den Vereinigten Staaten und vermisst Paris. Also wollte ich ihr das perfekte Foto schicken. Mango! Meine Kamera? Gib Justine die Kamera zurück. Mango! Komm runter! Schnell, zum Fahrstuhl! Zur Treppe! Puh, das ist die längste Treppe, auf der ich je war. Und wir sind erst im ersten Stock. Wow, ein Glasboden! Sieh mal, wie weit oben wir sind. Oui. Und ihr, gibt es auch eine Eisbahn? Nicht möglich. Mango! Hat ihn fast! Ich hatte ihn fast! Danke. Mein Bauch ist ganz kalt. Er klettert noch höher. Nicht schon wieder. Zur Treppe. Encore. Encore ist französisch und heißt nochmal. Encore. Das ging viel schneller als bis zum ersten Stock. Das ist die Hauptaussichtsplattform des Eiffelturms. Teleskope! Damit können wir euren Affen finden. Wenn wir Kleingeld hätten. Ich bin ein Hund. Seht nicht mich an. Voilà! Voilà ist französisch und heißt da. Oder in diesem Fall, bitteschön. Wo bist du, Mango? Ich weiß, dass du da irgendwo bist, du verrückter Affe. Ja! Oh, du hältst sie für ein lustiges Äffchen. Hm, mal sehen, wer zuletzt lacht. Auf zum Fahrstuhl! Encore! Hey, geschafft! Ist das ein Restaurant? Oui, das ist das Jules Verne Restaurant. Sehr gutes Essen. Jules Verne war ein französischer Schriftsteller. Er hat 20.000 Meilen unter dem Meer geschrieben. Die U-Boot-Geschichte, die du mir vorgelesen hast? Ja! Also schreibt und kocht er?
Nein, er ist vor über 100 Jahren gestorben. Aber jeder liebt seine Geschichten. Also wurde das Restaurant nach ihm benannt. Da ist er! Er macht ein Foto von uns. Dann lasst uns posieren. Da ist er! Ja, aber diesmal sind wir schneller als er. Um die Wette nach oben! Machst du schöne Bilder? Das hat Spaß gemacht. Aber du solltest niemandem die Kamera wegnehmen, ohne ihn vorher zu fragen. Was für schöne Bilder! Wow! Nur ein Affe auf dem Eiffelturm kann solche Fotos machen. Meine Oma wird die lieben. Mango, das hast du doch geplant. Merci beaucoup, Mango. Merci beaucoup bedeutet vielen Dank. Komm, lasst uns essen gehen und ich schmähle meiner Oma die Bilder. Ja, ich bin am Verhungern. Voilà. Ich habe die Bilder verschickt. Aber dieses Bild ist nur für uns. Ein Souvenir von unserem Tag auf dem Eiffelturm. Souvenir ist französisch und heißt sich erinnern. Das ist nicht das einzige Souvenir, das ich mitnehme. Ich habe auch noch einen kalten Bauch von der Eisbahn und schmerzende Pfoten von der Treppe. Danke, Mango. Mango, er ist ein lustiger Affe. Der Affe ist eine Clown. Ich kann nicht glauben, dass wir in New York sind. Big Apple, die größte Stadt der Welt. Das Zuhause des Times Square. Broadway. Park Avenue. Und mein Liebling, Central Park. Ja, wer würde darauf kommen, dass mitten auf der Insel Manhattan in New York City ein Park ist? Platz zum Rennen, Dinge zum Entdecken, Sachen zum Essen, Eichhörnchen zum Verfolgen. Aber bleibt beieinander, Leute. Man kann sich hier leicht verirren. Also? Eichhörnchen? Wo? Oh Mann! Hey, wartet auf mich, damit wir zusammenbleiben. Wo ist es hin? Wo ist es hin? Oh, ist er dir entkommen, bevor du mit ihm spielen konntest, Ben? Wow, das sieht aber ernst aus. Kannst du sie verstehen, Ben? Klar kann ich das. Das Eichhörnchen ist der Präsident der Parktiere. Und es sagt dem Waschbären, dass er den Park verlassen muss. Oh, der arme Waschbär. Man sieht, dass er nicht gehen will. Er ist so traurig. Mal sehen, ob wir ihm helfen können. Du armes Ding, was ist denn los? Jemand hat einen Hotdog von dem Imbiss gestohlen. Essen von den Menschen zu stehlen, ist gegen die Parkregeln. Und sie glauben, dass es Art war. Oh, entschuldigt. Das ist Art. Art, das sind Annie und Mango. Und ich bin Ben. Freut mich, dich kennenzulernen, Art. Hast du den Hotdog gestohlen? Art sagt, dass sie ihn für den Dieb halten, weil ein Hase ein Tier mit einer Maske und einem gestreiften Schwanz gesehen hat. Das ist unfair. Sie können ihn doch nicht verjagen, nur wegen seines Gesichts? Oder wegen seinem Schwanz? Es gibt viele Tiere, die Masken oder Streifen haben. Ich glaube, wir sollten mit dem Hasen sprechen. Gute Idee, Ben. Oh, Mango,
das ist nur eine Statue. Seht ihr, sowohl Menschen als auch Tiere können sich irren. Ist das der Haseart? Ben, renn nicht auf den Hasen zu. Er denkt sonst, dass du ihn jagst. Hey, ich will mit dir sprechen. Nein, warte, ich will nur mit dir sprechen. Warte auf uns, Ben. Oh, sieh mal, der Schildkrötenteich. Und wir laufen genau in Richtung des Wanderpfads. Das ist ein Vogelschutzgebiet. Ja, gute Idee, Mango. Kletter über die Bäume. Komm schon, ich will nur mit dir reden. Warte. Ja, sprich du mit ihm, Mango. Sag ihm, dass ich gleich da bin. Oh, komm schon, Leute. Hier geht es nicht ums Kämpfen. Wir wollen nur reden. Robert, der Hase hier sagt, dass er dich mit einem Hotdog vom Imbiss weglaufen gesehen hat. Was sagt er, Ben? Er sagt, dass er Art eben bei dem Imbiss gesehen hat, wo der Hotdog gestohlen wurde. Aber das ist unmöglich. Art war doch bei uns. Dann hat jemand anders, der aussieht wie Art, den Hotdog gestohlen. Verteilt euch. Beobachtet den Imbiss. Vielleicht kommt er zurück, um mehr zu stehlen. Hier ist nichts. Entschuldigung, ich muss einmal kurz unter Ihrem Tisch nach einem Hotdog-Dieb suchen. Nein, kein Hotdog-Dieb. Danke. Das ist er, der Dieb. Was ist das denn? Wir verfolgen ihn. Mango, nein! Hab dich! Okay. Warum hast du den Hotdog gestohlen, Katze? Das ist Esther. Sie sagt, sie hat den Hotdog nicht gestohlen. Kommt, Leute, lasst uns Esthers Version der Geschichte anhören. Esther sagt, dass der Hotdog vom Tisch gefallen ist. Wir dürfen Menschenessen essen, wenn es auf den Boden fällt. Das ist ein Tiergesetz. Ja, ich glaube, das ist auch ein Menschengesetz. Aber die Tiere im Park glauben, dass Art den Hotdog gestohlen hat, weil ihr euch so ähnlich seht. Am besten erzählst du dem Eichhörnchen, was passiert ist. Sonst verjagen sie Art aus dem Park. Und der Park ist sein Zuhause. Esther lebt in diesem Gebäude dort. Sie will ihr Zuhause niemals verlieren. Also geht sie mit Art zum Eichhörnchen, um mit ihm zu sprechen. Wow, gut, dass wir helfen konnten. Also, was wollen wir jetzt machen? Ich laufe schon den ganzen Tag rum, Annie. Ich könnte einen Hotdog als Stärkung gebrauchen. Alles klar. Ich habe auch Hunger. Ich glaube, die Hotdogs aus New York sind die besten. Ja. Sieht so aus, als wäre alles okay, Annie. Art möchte dir ein Souvenir schenken, damit du den heutigen Tag nie vergisst. Oh, danke, Art. Seht mal, Leute. Das ist eine Karte von Manhattan. Jetzt müssen wir keine Angst mehr haben, uns zu verlaufen. Wohin gehen wir als nächstes? Und mehr sehen.
Kuppla Kids Deutsch.